Leute, es ist soweit, die schönste Zeit, ja, als Formel 1-Fan beginnt, und zwar, ja, die Februar-Launches der Teams. Und dieses Jahr ist es noch was ganz Besonderes, und zwar, ja, werden ja nicht nur neue Designs gelauncht, sondern die komplette neue Generation der 2022 Autos. Und so hat Haas gestern am 3. Ganz spontan bekannt gegeben, dass sie heute einfach am 4. launchen werden. Also es ist sehr crazy. Normalerweise nimmt man sich mehr Zeit. Red Bull ist auch schon am 9. dran. Dann, die haben sich gedacht, wir setzen uns davor. Nur so zum Vergleich, Alfa Romeo launcht am 27. Ich zeige euch noch gleich den kompletten Kalender, wann wer launcht, und natürlich alles fett im Kalender eintragen. Wir werden auf jeden einzelnen Launch reagieren, auf die neuen Autos. Natürlich die technischen Details ist noch nicht viel bekannt, aber natürlich was die Teams zu den Autos sagen, zum Beispiel Mercedes und Red Bull sind erst letztens noch Ende Januar bei den Crash-Tests beide durchgefallen, haben deswegen auch noch etwas später die Termine bekannt gegeben. Mercedes dann eher etwas früher wie Red Bull, und Red Bull sowieso überrascht mit dem 9.2. Aber jetzt kommen wir mal zum Haas, dann können wir noch ein bisschen über die anderen Launch-Termine reden. Und hier haben wir die ersten Bilder, wurde nicht viel geleakt, hier mal von vorne, und das ist natürlich, das Design-mäßig ist es von der alten Library, also dieses das Design mit den russischen Farben und so weiter ist eigentlich geblieben. Auffallend sind natürlich diese riesigen Seitenteile vom Frontflügel. Also ich finde das nicht ästhetisch, es ist nicht schön, aber so werden natürlich alle aussehen. Da ist man in den Regeln wahrscheinlich etwas gebunden, würde ich mal sagen. Gucken wir uns das, ja, auch, nein, bleiben wir noch hier kurz. Auch natürlich auffallend, diese Bremsbelüftung, die hier so drüber geht, fast wie so, wie so ein, wie sagt man, Kodera, ich habe keine Ahnung, wie es auf Hochdeutsch heißt, also wie so eine Abdeckung vom Reifen, ist nicht schön, ist so Formel E-like, soll natürlich aber trotzdem das Überholen ermöglichen. Ich habe auch gehört, dass die Autos zum Beispiel nicht auf der Geraden so schnell sind wie die 2020-21er Autos, aber dafür in den Kurven schneller sind und sich das ein bisschen ausgleichen wird. Ich bin sehr gespannt, ob sich das Ganze befürwortet. Hier haben wir dann auch ein bisschen im Vergleich den 2021er Frontflügel. Natürlich ist da eigentlich nichts mehr da wie letztes Jahr. Man hat hier, ja, selbst die Spitze vorne ist ein bisschen, die geht halt jetzt gerade und dann ist sie unten gerade, obwohl es rund angezeichnet ist trotzdem. Wir gehen mal ins zweite Bild, auch da wieder nachher mit Vergleichsbildern. Natürlich fällt auf jeden Fall auf, dass die Reifen, die 18 Zoll Wälzer, diese fetten Reifen jetzt, und vor allem auch, dass man hier in der Mitte nicht mehr die Felge an sich hat, sondern so eine Art Plastik-Umrandung. Keine Ahnung, wie man das alles nennt. Ich möchte jetzt nur mal so First-Look-mäßig was machen. Vielleicht kommt die Tage auch noch mal so nach oben, aber zu dem Auto wahrscheinlich nicht. Sie haben auch gesagt, hier, ich zitiere mal, wo ist denn das hier? Laut Techniker Resta ist der VF 22 wahrscheinlich das komplexeste Projekt, mit dem das Team bisher in der Formel 1 zu tun hatte. Er erinnert, es handelt sich um ein völlig neues Reglement, und ja, man muss halt richtig, richtig hart dran arbeiten, um halt zum Termin gerechtfertigt zu werden. Ich denke mal, das ging vielen Teams so. Nichts mal weiter am Design an. Der Heckflügel fällt natürlich auch auf. Der geht jetzt so rauf. Also da ist nicht mehr mit so gerade und so. Der ist jetzt richtig. Und ich finde auch die Heckflügelhalterung so schön. Diese zwei schwarzen Elemente. Ich probiere es euch hier irgendwie anzuzeichnen. Trotzdem, das Auto ziemlich cool. Ja, wie gesagt, vom Design her. Gucken wir jetzt mal zum Vergleich vom letzten Jahr. Da ist jetzt nicht viel Unterschied. Ja, wie gesagt, der Riesenheckflügel ist weg. Also man hat jetzt hier eher einen höheren Heckflügel, ähnlich wie 2010. Jetzt ist er nicht mehr so, geht nicht mehr so weit nach hinten. Nächstes Bild. Da haben wir mal die Heckansicht, ziemlich wuchtig hiermit. Der Heckflügel wirkt auch ziemlich wuchtig. Diese Riesenreifen, der hintere wieder ein bisschen breiter wie der vordere. Ich denke mal, die werden ordentlich Grip haben, die Cars, in den Kurven auf jeden Fall. Und ja, dann natürlich auch hier der Vergleich.
Von hinten, ja, hier haben wir auch so ein komisches Bild von hinten. Da fällt auch auf, natürlich, der Heckflügel ist schon ein bisschen wuchtiger dieses Jahr. Geht auch so ein bisschen auseinander. Also, da hast du richtig, richtig, ich denke mal auch im Windschattenduell und so weiter kann das ziemlich, ja, hilfreich sein. Und dann noch das letzte Bild, was sie uns hier als Schmankerl mal gegeben haben. Das von oben, man sieht auf jeden Fall viel weiß, die Russland-Flaggen, auch von der. Vom Dings her, der Frontflügel ist fast wie ein Esstisch, also der Frontflügel ist riesig. Ich frage mich auch, ob die da jetzt extra trainieren mussten für die 18 Zoll Reifen. Wird noch ein Teil ein bisschen schwerer sein, weil da die Felgen auch größer sind. Oder hat man das ein bisschen irgendwie anders gelöst? Ich weiß nicht. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf nächste Launches. Wir gucken uns natürlich auch noch hier ein Vergleichsbild dazu an von oben. Und das sieht man natürlich auch im direkten Vergleich. Der Unterboden ist auf jeden Fall mitgearbeitet worden zum Hinterreifen und ist jetzt nicht mehr so gerade bis zum Hinterreifen. Ist wahrscheinlich auch aerodynamischer, aber natürlich, man musste sich an ein sehr, sehr strenges Reglement halten. Auch vorne bei dem Bartsport sieht man, dass da nichts mehr ist. Da ist ein Loch fertig. Also hoffentlich ist das alles, Reglement-konform, aber ich denke mal, die mussten das sowieso vorher bei der FIA abgeben. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein bisschen einen kleinen Blick darüber zu werfen, über den neuen Haas VF22, das erste Auto, das gelauncht wurde. Abonniert gerne den Channel, dass nichts mehr passt, und sobald technische Daten irgendwie bekannt sind, bin ich natürlich der Erste, der darauf reagiert. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch oder Donnerstag, wenn dann Red Bull launcht. Weiß nicht genau, wann die launchen vom Termin her. Wenn sie eher mittags launchen, dann wird es auf jeden Fall am Mittwoch noch ein Video geben. Wenn nicht, dann eher am Donnerstag. Danke fürs Zugucken und mach gerne einen Däumchen oben weg. Und schaut auch gerne auf TikTok vorbei. It's_Tobi gibt es immer wieder was Neues. Danke fürs Zugucken und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.